Immer wieder werde ich gefragt, ob ich jetzt nach 25 Jahren eben aus Deutschland ausgewandert bin, ob ich da noch Heimweh überhaupt nach Deutschland habe. Und dazu muss ich jetzt mal sagen, dass ich zuletzt 7 Jahre, vor 7 Jahren war ich in Deutschland. Und jetzt, wenn ich immer mal wieder mit Deutschen spreche, sagen die: Okay, Alex, wenn du jetzt nach Deutschland zurückgehst, geh das, mach das besser nicht, weil dann kriegst du einen Schock. Das ist natürlich mal die eine Sache, die Situation jetzt in Deutschland, dass das wirklich ziemlich heftig ist. Also daher werde ich wahrscheinlich nicht so schnell nach Deutschland zurückgehen. Aber die andere Sache ist die, dass grundsätzlich von meiner Einstellung bin ich eigentlich einer, der nicht so an ein Land gebunden ist. Also ich hatte eine gute Jugend in Deutschland, gute Studienzeit und jetzt die letzten 25 Jahre war ich in Ungarn, weil in Ungarn war alles super, interessante Erfahrungen gemacht, interessantes Land. Jetzt gehe ich ja weiter in die Philippinen und wer weiß, was dann kommt. Also ich kann mir gut vorstellen, auch noch in 3, 4, 5 andere Länder zu ziehen und eben da mal zu sehen, was ist dort Neues und wie leben die Leute dort und so weiter. Also ich bin wirklich nicht dort gebunden an ein Land, was ich überhaupt nicht verurteile. Also ich weiß jetzt die vielen Deutschen, die halt hier jetzt in Ungarn sind zurzeit, die auch sagen, dass die das abwarten wollen, bis sich die Sachen wieder beruhigt haben jetzt in, was weiß ich, wird sicher noch was dauern, da sind wir uns alle einig, aber in 5 oder 10 Jahren, dass sie halt dann wieder zurück nach Deutschland kommen wollen und das als ihr Lebenszentrum ansehen und das ist absolut okay. Das trifft aber für mich eben nicht zu. Also ich habe mit Deutschland abgeschlossen und kann mir natürlich vorstellen, aber erst wirklich, wenn die Zeiten sich beruhigt haben, dann mal wieder auf Besuch nach Deutschland zu kommen. Aber ich rege mich nicht so gerne auf. Also jetzt dorthin zu gehen, dann müsste ich ja wirklich Selbstmörder sein und das bin ich nicht. Also insofern bin ich eigentlich nicht so der Heimweh-Typ, weil ich betrachte so das als Episode in meinem Leben und habe interessante Erfahrungen gemacht und dann geht es auch auf zu neuen Ufern und ich bin gespannt, was ich dann erleben werde. Alles klar, in diesem Sinne könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das seht, ob ihr auch so das ähnlich seht wie ich oder ob ihr auch auf jeden Fall als euer Wurzel nach wie vor Deutschland seht, also irgendwann mal wieder vorhabt, wenn sich die Sachen beruhigt haben, nach Deutschland zurückzugehen. Ja, like das Video, abonniert den Kanal und abonniert mich auch auf Telegram. Bis dann, ciao, ciao.